Moin, moin, Leute. Willkommen zurück beim chilligen Freitag zusammen mit dem Manni. Chillige Freitag. Chilliger Freitag, Manni. Genau. Gib mal die Blonde darüber. Quatsch mich heute nicht fuselig. Heute wird getrunken und nicht gearbeitet. Und Urlaub habe ich auch wieder Antrag angestellt, ne? Wo ist meine Pulle? Manni? Ich muss gerade 2 Runden im Bauwagen laufen. Manni. Nein, ich muss rennen. Rennen ist besser. So, jetzt nochmal reinsetzen. Erich, ich krieg den nicht groß. Erich, was soll ich machen, Erich? Sag's mir doch! Mensch, früher, ich weiß, ihr habt einen Stock genommen, zack, da gab's mal auf die Fresse. Mann, so. Oh, ich hab auf deinen Stuhl gepupst. Oh. Oh, weißt du, was ich gerade gerne machen würde? Ich würde gerne so ein paar Brennnesseln rauszupfen und würde dir dein Gesicht damit einreiben. Und zum Thema hier, wegen Trinken und heute chillischen, mein Freund, das kannst du vergessen. Wir gehen jetzt hier schön auf die Baustelle auf unsere und dann wird hier durchgeschrubbt, dass hier mal ein bisschen Holz endlich auf dem Hof kommt. Günther! Manni? Ja, Günther? Und ich war auch beim Doktor, Günther, wollte ich dir noch sagen. Ich schenk dir zu Weihnachten Nasenhaartrimmer, du. Okay. Wenn du so rummeckerst, dann zeigen die Dinge auf mich. Ey. Ja, die flattern. Ja, und die zeigen immer auf. Aber du warst beim Arzt, was ist denn los? Ja, ich hab Bluthochdruck, Günther. Bluthochdruck? Ja, Bluthochdruck, Günther. Und der Arzt hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wo es herkommt. Ich hab gesagt, Herr Doktor, wie soll ich Sie noch lernen? Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich hab da so einen Arbeitskollege in der Firma. Okay, den Namen wollte ich jetzt nicht sagen. So, da regt mich manchmal ein kleines bisschen auf. So. Wo ist er denn hin? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Günther. Ach, weißt du was? Das. Mach was du willst, Günther! Das finde ich gut. Ich bin beim Kiosk. Brauchst du was? Da ist halt auch so frech. Da ist so frech. Da. Ne. Naja. Wart's ab. Wart's ab, Günther. Wir gucken noch. Doch. Wenn ich ja groß bin mit der Firma, da willst du dann auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Es gibt Kuchen? Ja, genau. Und ich hab dir, und ich sag's dir gleich, komm mal her. Traktor, hab ich ja, hat was getan. Ich sag's dir gleich, Günther. Kannst dich gefasst machen auf nächste Woche, mein Freund. Bleib hier. Fast. Nächste Woche. Ja. Urlaub? Nee. Erstens, dein Urlaub kannst du vergessen. Gell, bis Weihnachten gibt's überhaupt keinen Urlaub, mein Freund. Vor Weihnachten Urlaub machen. Wo gibt's denn das? Vor Weihnachten! Sei froh, wenn du die 3 Tage zwischen Weihnachten kriegst. So. Das höre ich immer. Und dann. Jeden Monat ist was anderes. Da kommst du in den letzten Monat mit. Es ist Ostern, wie kann man Ostern Feierabend machen? Ja. Und dann wollte ich dir noch gleich mitteilen, mein Freund. Gell? Hab ich dich angemeldet. Angemeldet zum Ladungssicherungslehrgang. Ne? Ja, Günther. Ja, Günther, ich mach ernst. Der Manfred macht's ernst. Dem reicht's nämlich. Geh weg von mir. Ja, nee, Günther, bleib hier. Ich geh doch nicht nochmal zu so einem Lehrgang. Du gehst nochmal zum Lehrgang und da werden die dir mal erklären. Und zwar hier direkt bei uns auf dem Hof kommt der her. Habe ich alles mit dem abgeklärt. Und dann erklärt er dir mal, wie man einen Schwertransporter oder hier einen Auflieger belädt. So sieht's nämlich aus, Günther. Hier, vorne, auf der Deichsel alles. Auf der Achsen muss es gewischt. Aber mir hörst du nicht zu, Günther, und deswegen gehen wir halt nochmal zum Lehrgang, weil der Günther nicht hört. So, einfach. Wann ist der Lehrgang? Das sag ich dir bestimmt nicht. Weil, Günther, hör auf mit so einem Quatsch, das glaubt ja kein Schwein. Wir sind beim selben Arzt. Manni, du hast mich doch jetzt nicht ernsthaft zum Lehrgang angemeldet. Günther! Was? Komm mal her. Warte. Komm mal her. Ich meine Kiste nee, guck mal, Günther, komm her. Ja, was denn? War ein Spaß. Oh, gut. War ein Spaß mit dem Lehrgang. Okay. Vollidiot. So, jetzt hängen die Dinger ein! Ja, bin ich doch dabei. Setz dich rein! Oh, so weit weg. Das nicht! Komm! Und das mit dem Spaß, Günther! War ein Spaß. Ich gehe zu keinem Lehrgang.
Ja, du gehst zum Lehrer. Du musst auch nicht hingehen. Der kommt ja her. Häng doch mal da oben den an jetzt. Warte. So, komm, das reicht doch mal. Warte, nee. Warte, komm mal her. Ja, kommt raus erstmal. Oh! So. Wie gesagt, du musst nicht hingehen. Da kommt er auch diesmal. Na gut. Wer ist das denn? Kenn ich den? Den wirst du kennenlernen. Ja. Da ist nämlich einer, der wie ich auf Zucht und Ordnung steht. So, und der wird ja dann mal schön deutlich. Scheiße, ja. Wird ja mal schön und deutlich erklären, wie hier der Hase läuft und wie er zu verladen ist. Was hast du denn da? Ja. Die Ketten wackeln hier rum, ne? Der Baum wackelt. Oh mein Gott, das explodiert doch. Ich bin hier erstmal weg. Ja, wenn's nicht geht, ja. Vielleicht kannst du ja mal dir mal was einfallen lassen und dir auch mal vielleicht einen Traktor nehmen, den Baum schon mal über die Leitplanke heben. Oh, ey. Guck mal, die Brennnessel haben hier sogar Blüten. Wollen wir noch einen Lehrgang anmelden für nächste Woche? Hä? Ich möchte mich hier. Mann, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja, wir können ja noch einen Lehrgang machen. Weil, Günther. Teamfähigkeit. Den Lehrgang, den würde ich auch gerne mal mit dir machen. Teamfähigkeit. Hä? Günther! Entschuldigung. Schalt das nicht mehr alles. Du siehst, welcher hinter der Leitplanke ist, oder? Ah, der nicht. Na gut, aber macht ja nichts. Warte. Hinter der Leitplanke, Günther. Ich wese. Ich kann mich doch nicht jeden Arbeitstag, Günther. Ich kann doch nicht jeden Arbeitstag mich so aufregen. Das geht doch nicht. Günther, denk doch auch mal an mich, an meine Gesundheit. Ja, das tue ich doch. So, halten fest. Hä? Günther, an meine Gesundheit sollst du mal denken. Anni. Ja, Günther? Jetzt, du bist doch abgefahren. Weißt du nie wieder? Ja, mit deiner Gesundheit da. Der ist abgefahren. Ah, ist klar. Kannst du jetzt mal ziehen hier oder was ist da? Ja, bleib doch mal unruhig, Junge. Bin unruhig. Wo hängt's denn? Weiß es gerade nicht schon. Was ist? Genau, ich hab mit dem Unimog noch ein bisschen Klopapier, falls du in den Leitplan gescheißen willst. Hä? Muss man Scheiße haben, muss man Kakoli machen. Soll ich ein bisschen Klopapier bringen? Junge, ey. Bin ja froh, dass du nicht im Biber gekotzt hast. Junge, setz schon Johnny und mach die Dinger gerade. Lach mich noch aus, du. Lach mich noch aus. Ich sag dir. Jetzt hör doch auf. Ja, was denn nur wieder? Danke. Jetzt kommt der Ange. Jetzt gibt's frisch. So. Ange, das ist gut. Ange, hör auf, mich auch noch zu stressen. Der Günther, der benimmt sich heute schon wieder wie so ein Flusspferd. Gute Nacht. Mein kleiner Morgenstern. Gute Nacht, mein kleiner Mobby. Guck mal. Hier auf, ich bin mal ein bisschen. Warum? So. Gut, Ange, ich hab nichts mehr zu bereden. Manni? Ja. So gut. Ange, gib mir mal das Wasser, bitte. Ange, hol mir mal ein Wasser, bitte. Komm, du siehst doch, was wir hier machen, was wir zu tun haben. Ange. Wir sehen, was wir hier zu tun haben, oder? Ich muss was trinken. Ja. In den nehme ich auch. Fleisch, wenn du hast. Das ist angesabbert. So, Günther, was machst du denn da? Günther, wie wär's denn, wenn du einfach mal hier oben die Querliegen rumsch. Na, weißt du was? Ich mach's alleine. Ja, finde ich gut, dass du das endlich mal einsiehst. Tja. E und C Baumrinde. Tja. Jetzt machst du mich langsam wütend, du. Ja. Das siehst du mal, wie es ist. Ja, guck mal hier, pass mal auf, siehst du das? Was machst du denn da? Ja, so. Komm.
Jetzt hat sich der Stamm. Warte, Günther. Was denn jetzt passiert? Ist das dein Ernst? Ja, Manni, was hast du denn da jetzt gemacht? Moment. So, das muss mir einer erklären. Also das muss mir jetzt mal wirklich einer erklären. Günther, das ist physikalisch nicht möglich. Das war nur deine Schuld. Günther. Ach so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Gerade eben, weil es stimmt, schon dir saß. Stimmt. Da ist das mir passiert. Gerade eben hier. Als du hier mit dem LKW hier. Manni, jetzt warte mal. Ich wollte doch. Ja, was soll ich machen? Seh ich aus wie ein Zauberer? Hä? Wie Harry Potter? Warte. Ich wollte die nur zusammenschieben und dann hast du das gezogen und dann ist das da so. Ja klar. Ja, ich war das. Und weißt du, schön, hast du gedacht, du siehst noch einen rein oder was? Ich wollte gerade sagen, wie passiert das denn jetzt hier schon wieder? So. Das war zu viel. Zieh das doch mal raus da. Halt. Ich hab die Handsäge. Was? Ich hab die Handsäge. Ja, Säg. Ja, das, dann höre auf, das Ding zu bewegen, Günther. Ja, bitte. Komm. Bitte, Günther. Ja, ich höre jetzt auf, Säg. Gut. Günther. Manni. Ja, Günther. Ich bin vom Ding abgerutscht, es tut mir leid. Komm. Ja. Jetzt Säg. Dein Vater ist damals auch abgerutscht. Weißt du was? Hier hast du die Handsäge, hier. Nimm sie! Ja, mach ich selber. Und lass mich in Ruhe. Guck, jetzt geht das. Du kannst das, glaube ich, nicht. Aber auch nicht richtig. Egal. Das klappt schon. So. Jetzt hier so ein bisschen Gas geben, dann stark bremsen, müsste er da vorne rauslutschen. Oh, siehste, klappt doch. Sag mal. So, kannst du die jetzt mal ordentlich zusammenschieben hier endlich? Bist du bescheuert? Die waren doch ordentlich. Du hast die doch jetzt gerade verschoben. So, Manni, es ist Zeit. Entweder krieg ich jetzt Urlaub. Ha, oder? Du holst dir Tabletten. Günther! Die habe ich schon, die Tabletten. Sitzt, so, ja. Guck mal, wie schön. Guck mal. Jetzt ja, bleib dort. Bleib gleich dort. Ich bleib dort. Guck mal. Wiegen wie Zahnstocher in eine Dose, du. Komm ran. Ja, warte. Günther. Nicht warte, wenn ich noch einmal warte. Komm jetzt. So. Sag mal. Ma. Hallo. Ja, hallo. Was denn? Du musst warten. Was warte? Warte. Wie warte? Manni. Günther. Warte. Achso. Danke, Ange. Danke, Ange. Was? Okay, zieh. Aber jetzt mal vernünftig. Warte. So, jetzt zieh. Und den Ehen willst du dich anhängen, oder was? Oh, warte. Du bist zu weit weg, die Kette reicht nicht. Ja, schön. Dann fahr jetzt weg. Wir müssen da oben eh noch welche runterholen. Und da müssen noch Bäume gefällt werden. So, kann mal einer diesen Zaun hier wegmachen? Welchen? So, ich lasse über die Leitplanke flutschen und dann... Oh, der Ehen wieder. Also das geht in die Hose, das sehe ich jetzt schon so. Geht's nicht, WhatsApp, Mann. Und Günther? Was sagst du dazu, hä? Da sagst du nämlich nichts mehr. Da sag ich nichts mehr, ne. So. Soll ich den eh noch und dann geh ich heim. Da hab ich keinen Bock mehr. Ich hab gedacht, hier im Fischelberg, hier, das wird eine entspannende Hausnummer. Das wird chillig, schön wird das. Frische Luft, Natur. Nee, aber so eine Aufregung. Nee. Ich wollte einen chilligen Freitag machen. Ja.
Ich weiß, was bei dir chillig heißt, Günther. Aber du kamst ja wieder mit Arbeiten um die Ecke. Ja, Günther. Das ist unser Job. Es ist unsere Firma, Günther. Da arbeitet man nun mal. Ja, ja. Und hat auch mal Urlaub. Ja. Wenn man gearbeitet hat, hat man Urlaub. So, und in deinem Arbeitsvertrag steht drin, du arbeitest ja jeden Monat so und so viel Urlaubstage. Gell? So, wie viele Monate bist du jetzt mit mir hier in der Firma? Wir arbeiten jetzt 146 Tage. Ja. Tja, Günther, was denn? Drei Monate. Ja, nee, schon fast 4 Monate. Drei volle Monate. 3 Monate. Gell? So. Ja. 3 Monate, das bedeutet, du hast ja pro Monat einen halben Tag Urlaub erarbeitet. Bist du Mann, was denn? Einen Tag Urlaub. Was, einen halben Tag? Na klar. Ja gut, einen halben Tag Urlaub. Dann habe ich jetzt 2,5 Tage Urlaub. Und ja, ist klar, bei 4 Monaten, 4 mal 0,5, ja, 2,5, hast recht. Weißt du, deswegen machst du die Buchhaltung. Ja, danke. So, das heißt, du hast nächsten Monat, oder wenn der Monat rum ist, hast du dir 2 Tage Urlaub erarbeitet. Genau. Ja, und die will ich nehmen. Und die willst du nehmen, ha. Am Stück. Kein. Am Stück. Steht auch in deinem Arbeitsvertrag. Maximal 1 Tag Urlaub genommen werden. Was? Am Stück Sommerurlaub. Ja, was? Das musst du nachträglich mit Edding da reingeschrieben haben. Da. Hab ich nicht. Ja. Ja. Ich hab's war der Euphorie gelesen. Wieder größer, hä? Aber nicht gelesen. Günterchen. So, komm, schieb rein hier. Seit dem Kindergarten kennen wir uns. Und da verarscht er mich trotzdem nicht. Ich verarsch dich nicht, Günter. Ich will nur das Beste für uns. Kannst du nicht mal ein bisschen übereinander schieben? Hör mal. Hör mal. Ich warte. Geh weg. Nee, ich hör nichts. So, was? Geh weg. Ja. Schieb die doch mal da ein bisschen drauf. Ja. Ne. Da, dann hier. Sachte, Günther, sachte. Boah, geht nicht weiter. Ne, doch, gib mal, zeig mal. Ja, hier, mach mal. Ach, Günther. Hä? Oh, Manni, stopp! Ja? Da ist ein Eichhörnchen. Was? Du zerdrückst das gleich. Scheiß auf das Eichhörnchen. Ist tot. Platt wie eine Flunder. Ich kann dir mein Eichhörnchen zeigen. Genau. Du hast auch manchmal Spießchen drauf. Ja. Manni. Ja. Jetzt guck doch, was du da machst. Ja. Du hast so schön gemacht. So. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Manni. Ja. Tschüss. Mach Feierabend. Ja. Oh. Ich schläg mich jetzt hier auf die Wiese. Ich mach mal alle Maschinen raus, Günther. Hm? Bin ich gut. Oder wir lassen es einfach laufen bis Sonntag. Ja, ja. Vielleicht schaffen wir es ja am Sonntag mal auch mal was zu verladen. Weil auch mal eine Abwechslung, hä? So, meine Fresse. Ist auch ein Haufen Holz, ey. Doch. Hier stehen auch noch markierte Bäume, sehe ich gerade. Oh, scheiße, die Wand an. Oh, da können sie aber hier. Alter Schwede, müssen sie aber wegbuddeln hier. So, ein Baum noch. So. Warte mal, was ist heute? Heute ist Freitag. Freitag gibt es immer Hühnchen. So, Moment. Was? Was ist denn die dicke? Ja, ne, den Hahn können wir nicht. Hier. Ne, heute will ich mal. Oh, hier ist ein Ei. Hm, lecker. Manni? Ein schönes, braunes, dickes, fettes Hühnchen. Ja? Ich hab eine Axt. Raus jetzt hier. Die Hühnchen versteht da gar keinen Spaß, habe ich das Gefühl. Doch. Sag mal, Günther, wo ist denn hier? Hab ich verkauft. Aha. Na gut. Ja, na gut. So. Ich geh ein paar Wochen. Huch. Ah, so. Jetzt erstmal ein bisschen Zucker für die Nerven. So. Endlich Wochenende, meine lieben Freunde. Jetzt wird der Kasten rausgeholt, der Grill angeschmissen. Im Dezember. Die Shit Girl. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Manni vorbei. Bis zum nächsten Mal. Auch rein. Tschüss, Freunde.